Was für eine Fabrik denn? Ja, die wir letztes Mal nicht gelootet hatten. Warum? Die Konservenfabrik, so, glaube ich. Wo waren die denn? Links oder rechts? Links. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Folge. Hello. Hallo. So, wir sind auf dem Weg zu der Konservenfabrik. Oh, ich bin da in den Baum gelaufen. Glaubst du, es ist die Konservenfabrik? Schon wieder neblig, ne? Ja, es geht gar nicht. Bestimmt, weil du mal wieder zu viel hier gefurzt hast. Sei ehrlich. Nee, Udo. Udo, warum furzt du so viel, dass hier alles neblig ist? Mann! Yep. Das geht gar nicht. Das ist nicht cool. So. Achso, ich habe anscheinend heute. Riechst du das sogar noch? Ja. Das stinkt nach Fisch. Ich habe im Moment keine Hose an mit dem Reißverschluss. Oh. Oh. Too much information. Da. Ja, das ist mein Spruch. Holzwürfel. Honig, natürliche Antibiotika. Das heißt Antibiotikum, ja. Antibiotika, sagen wir. Antibiotikum. Okay. Gott, er zerstört unser Antibiotikum. Unverschämt. So. Den benutzen. Dann haben wir den. Ich habe 100 Holzwürfel. Warum? Mhm. Weil ich hier die beiden Airdrops gerade abräumen. Sehr gut. Papa, sag mal meiner Mutter, sie soll mir Trinken hochbringen. Ich hab Durst. Ronny? Ja? Sage mal deiner Tochter, sie ist alt genug und kann selber laufen. Nein, ich zocke. Tochter, das hat damit nichts zu tun, Carina. Aber das wird laut. Kannst von mir aus die Treppe runterfallen und auch wieder hochfallen. Aber du bist alt genug zum Laufen. Nein, ich kann nur hochfallen. Runterfallen ist mir bis jetzt noch nie passiert. Ich fall nur die Treppen hoch. Ja. Das klarzustellen. Das passiert ja aber regelmäßiger, kann das sein? Oh, da ist auf einmal ein Drop weg. Ja. So, wo seid ihr beiden? Wo ist der Drop hin? Also ich bin auf dem Weg zu dem Haus. Ich warte da auf euch. Macht das. Sammel Steine und beschmeiß die Zombies damit. Okay. Ey, in einem Spiel ging das doch, oder nicht? War das nicht bei dem hier? Ich glaube, das geht hier, ja. Ja, meine ich auch. Halt. Hier Federn sind besser als eine. Ich bin nass. Mann, du. So, Ronny, wo bist du denn? Ich bin da. Ronny ist rechts von mir. Die Fabrik hier vorne. Ja, die hatten wir letztes Mal ausgelassen, aber dafür hatten wir keine Zeit mehr gehabt. Ich komme. Sehr schön. Gerne. Ja, wow, ein bisschen steil runter. Ich dachte, du schwimmst. Ja, ich war am Schwimmen. Jetzt glaub ich. Wasser. Maiskuchen. Maisbrot habe ich hier. Armer Honig. Hallo! Und Federn. Mehr Federn als Steine. Ronny! Ja! Ronny, wo bist du? Noch immer im Haus und warte auf euch. Ich komme rüber geschwommen. Geschwommen.
Bist du, Mann? Ich sehe Zombies. Oder bist du das? Das bin wahrscheinlich ich. Läufst du gerade vorne drüber? Was? Nee. Ja, immer noch. Komm her hier. Ja, was denn? Pass auf, alles, was du gebrauchen kannst, kannst du behalten, kannst du benutzen. Ich hab ein neues Top. Juhu. Knochen brauchen wir nicht. Also ich brauche keine Knochen. Oh, selbstgebaute Schrotflinte, Qualitätsstufe 2 kann ich bauen. Oh, geil. Was ist das denn? Pilzpor. Porn, Sonne. Steinsperrstufe 2. So, und selbstgebautes Qualitätsstufe 3. Also in der nächsten Nacht baue ich uns neue Gewehre. Und jemand stöhnt da. Ja, ich. Wieso stöhnst du? Immer die Frauen. Warum immer die Frauen? Du hast was gegen uns, Frauen. Nichts gegen Frauen. Das Tor ist verschlossen. Wenn ich was gegen Frauen hätte, dann wäre es Mord. Wenn dein Vater was gegen Frauen hätte, würdest du gar nicht auf der Welt sein. Genau. Wenn ich was gegen Frauen hätte, würde ich in Köln wohnen. Ey, lass Köln in Ruhe. Ich liebe Köln, ja? Warum? Was war so schlimm in Köln? Ja, aber ist die Stadt mit der höchsten Schulenquote. Okay, ja, das ist... Hey, nein, da wo wir waren. Das ist nie kaputt. Hey, meine Acht. Jetzt genug Farbe herstellen können. Komm her, du! Schnalltüte! Hier hey, lang! Du. Das ist mein Wort! So machst du das! Nee, du ist mein Wort! Du, ach, Patty läuft hier rum! Ich hab einen Patty gefunden! Juhu. Wenn jemand haben, ich schenke ihn euch! Nee, danke! Ich hab ihn auch gefunden! Wir sterben! Mein Gott, geht sterben! Warum immer ich? Patty! Nicht gegen jemanden laufen. Komm hierher. Ja, genau, so ist mein. Eine Jolga. Warte, lass mir noch ein bisschen geradeaus laufen. Siehst du? Steh auf und lauf bitte nochmal rein. Ja, funktioniert doch. Er ist tot. Oh, sein Bauch schraubelt noch. Auf weibliche Zombies umlegen. Wo denn? Dann muss er auf der Oberweite gucken. Es ist eigentlich Chauvinismus, wenn man lieber weibliche Zombies killt als männliche? Nein, aber ich habe das Spiel ja nicht gemacht. Das schaukelt aber. So Leute, ich gehe rein, ne? Ich bin vor dir schon drin. Ha! Wo seid ihr denn reingegangen? Hier hinten. Da, wo eine Türe offen war. Genau. Weil dieses Spiel ist ja immer irgendwo ein Weg. Lass mal Julian sagen, dass wir mal in unserem Leben eine offene Türe gefunden haben, als er nicht da war. Und sehr cool. Was ist der denn hin? Weiß hallo. Ich. Ah, da ist er! Hey, mein Unterfreund. Blöder Arsch. In dem Moment bückt er sich. Sterben! Fall runter! Schatz, du hast inzwischen 4 Knüppel, also ich bitte dich. Das war nicht so geplant. Warum kommt der da einfach raus? Weil du zu laut warst. Hallo. 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 Hey. Übermord. Ich glaube, Carina hat Freunde gefunden. Ich bin durch den Boden geflogen. Mag euch nicht. Geht sterben. Was macht ihr für Lärm?
Rein immer alle hier. Warum ist doch Musik an, Papa? Lebst du noch? Ich ja. Lebst du noch? Ist, ja. Noch. Was ist mit diesem Schrank? Ich weiß nicht was. An der Zause. Aber auch nicht, dass Julian überhaupt noch mitspielen will. Hölle, nein. Wo kommt der jetzt her? Das weiß ich diesmal nicht. Und das darf ich sein. Ich schaufel dich weg. Geh weg. Oh ja. Der Bogen ist gut. Man merkt das direkt, dass der viel mehr Durchschlagkraft hat. Ja, wo geht's hier lang? Hier geht's so, weiter. Außenrum? Mhm. Sagst du, jetzt werde ich nicht schaffen, den Sprung. Okay, ich hab's geschafft. Es ist ein Hindernis dem geschehen. Meins. Hey! Oh, meins! Oh, ich habe ein Ranger-Outfit gefunden. Oh, mein! Wie meins? Die ist wie die Vögel da bei... Wie heißt der Film nochmal hier? Ice World, ne? Ice Age. Meins? Eins? Oh, hier geht's nicht weiter, oder was? Ah doch, hier geht's weiter. Nein! Bin runtergefallen. Bin nochmal runtergefallen. Niemals hier weiter. Doch, da durch ein Fenster. Das Fenster ist zu. Ja, das kannst du kaputt schlagen. Hab ich doch gerade. Wenn Carina ihren Kopf mal wegnehmen würde, könnte ich es auch ganz kaputt schlagen. Okay. Dann passt er aber trotzdem nicht durch. Die auch nicht. Ja, dann müsst ihr da drüber das Holz kaputt machen. Ja, ich wette, da gibt gleich eine Tür durch, ich sag's euch. Ja, vielleicht haben wir den falschen Weg gefunden. Das kann ja sein. Geh durch. Das passt doch bestimmt so. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, wenn wir ein Stück tiefer gesprungen, wären wir auch reingekommen. Let's go. Hallo. Rina trägt einen Pfeil mit sich rum. Hab ich einen Pfeil im Arsch? Nee, am Arm. Rechten Arm. Achtung, Gegner! Auftrag, mir diesen Fall zu entnehmen, ja.
Warum ärgert ihr eigentlich Julian immer so doll? Ah. Oh, guck, Kollege Schnürschuh. Oh, Julian ist halt Schwuff. Wie war der nochmal? Blöd, Arsch. Guck in die Kokonat oder sowas. So. Das war ein Thema, aber... Das war Ananas-Siki-Kuchen und Kokonat. Das war Julians Spruch. Nee, ich weiß nicht, was es war. Aber das war's nicht. Hast du nicht mitbekommen? Doch, klar habe ich den mitbekommen. Ich hab den mal letztes Mal draußen gesehen. Da kam so ein Auto, der so Ananas-Siki-Kuchen-Kokonat. Wo ich mir so denke, ok. Ok. Aber ich verrück mich, was du dachte, ich sprich, also, der da rausholt. Ja, das ist aber schuld, oder? Uhu. Steinwerkzeug Qualität 4. Das heißt, ich müsste jetzt eine Axt Stufe 4 bauen können. Blöder Arsch. Das ist nett. Zum liegen bleibst. Bleib doch mal liegen! Hey Gott noch mal! Komm, wir lernen. Echt jetzt? Manchmal echt schlimm, die Jungs. Ja, das stimmt. Hat schöne frische Luft hier oben. Da oben gibt es noch eine. So, das bauen wir ja schon. Was denn oben? Rum. Ja. Hallo? Hallo? Ja! Da kommen schon zwei. Genau. Ja, da kommen wirklich schon zwei. No! Ganz ehrlich, no! Ich bin schon alleine, ja? Hey, Big Mama. Achtung, Zombie! Was passiert? Sie brennt für dich. Und wenn ich brenn, ich brenn für dich. So, Schwertzänger, Mann. Nicht. Oh, der war Hallo. Gut, Schatz. Alles gut. Was? Ja, mein Spruch, was willst du also? Hä? Guck dir das mal an, Papa, komm mal hier raus. Komm mal hier raus und guck mal im Wasser. Okay. Schwimmunterricht. Ja, Schwimmhorde quasi, ne? Das ist Schwimmunterricht. Oh, irgendwann werden auch die kleinsten Zombies mal groß. Achso, die wird schon hoch. Hallo. Gunnar. Nein. Nein. Du hältst mich hier drauf. Nein. Nein. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, habe ich gesagt. Also komm auch nicht in meine Nähe.
Hallo. Und schon wieder welche gefunden. Eine. Ja, Carina findet schon wieder. Ich finde immer Gegner. Der kam da raus. Ich hab das nicht als Trank interpretiert. Okay. Geh doch mal runter. Hallo. Ist das so schwer? Ja. Oh, 1000 Punkte haben die, ne? Carina, war es da unten schon? Da hinter dir. Der Schacht. Kannst du reingehen? Danke. Hier, der Schach. Da kannst du runtergehen. Okay. Bin zu jung, um zu sterben. Auch nicht so schnell nach unten. Das ist Wasser da unten. Hölle, nein, da geht's nicht lang. Ich höre schon die Musik. Nee, oder? Machst du einfach Klappe zu. Wo ist mein Vater eigentlich? Ich kämpfe schon mal. Wo? Ja, hier unten im Keller. Achso, ich bin im Keller. Nicht wie? Wo ist hier im Keller? Ich bin im Keller. Kann es sein, dass du in diese Truhe reingegangen bist? Er ist in den Keller gegangen, wo ich Musik gehört habe. Hat noch rechtzeitig geheilt. Nein, wie man in den Keller kommt. Ja, durch den Schacht. Ich bin fest. Ah, jetzt stelle ich mich nicht mehr fest. Gut. Opfer. Opa. Wuhu. Na hoch. Alter, ich krieg die Motten. Jetzt werde ich hier den... Purr. So, jetzt bin ich unten angekommen. Wo bin ich? Hallo? Fremde? Vater, bist du hier? Ja, ich bin hier. Komm durch den Tunnel zu dir. Ja, schon fast fertig gelootet hier, ne? Ach so, und hier kann man... Oh, Papa! That's swimming! A zombie that's swimming! Also, bitte. Hallo. Hä? Oh mein Gott, wieder das Blut einfach noch rausspritzt. Siehst du das? Oh, jetzt ist es weg. Oh, wir sind draußen. Du bist rausgeschwommen. Wuhu. Mal draußen. Aufpassen, sonst finden wir gleich noch unsere Freunde. Ja, die kleine Horde da eben, ne? Also die Schwimmunterricht-Horde, wenn ich bitten darf.
Ja, die Schwimmunterricht war dann eben. War gerade richtig praktisches Schwimmen. Wollen wir weiter, Udo? Wo bist du? Wir sind draußen. Ich hier rum in Ochsen, weiß ich wohin. Wir sind schon draußen. Tja, und zu diesen heiligen Worten enden wir mal die Folge. Tschüss. Tschüss. So weit können wir nicht verlaufen. Wir können ja mal hier übers Gebirge. Ist ja schon fast wieder Nacht. Sehr laut.